Good afternoon. It's a great pleasure to be able to say to you, welcome to Cabal Vision HD. Are you ready, Bob? I was born ready. Time to put all that training and knowledge to the test. Let's play Bloodborne! Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer wunderbaren weiteren Runde von Blood Bowl 2, dem Spiel, das wir alle lieben zu lassen und hassen zu lieben. Und um uns richtig in Fahrt zu bringen, gibt es am Anfang immer dieses Intro. Und wenn ihr Blood Bowl-Fans seid und mehr Blood Bowl auf diesem Kanal sehen wollt, lasst die Daumen hoch da und schreibt ein paar dämliche Kommentare über die Goblins oder und die Bretonen, die wir heute gegeneinander antreten sehen. Oh, ich muss hier noch auf Start drücken. Auf der einen Seite Ghost Dog und auf der anderen Seite Exodio spielen hier in unserer neuesten Generation unseres Naga-Community-Turniers mit. Ghost Dog habe ich jetzt noch nicht gesehen als Spieler. Er ist wohl neu bei uns in der Liga. Sie wird immer größer, habe ich das Gefühl. Immer mehr Leute dabei. Ihr könnt auch beim nächsten Mal dabei sein, falls ihr noch dazu kommt. Alternativ kann es sein, dass Blood Bowl 3 dann schon rauskommt. Das ist irgendwann gegen Mitte, Ende dieses Jahres angekündigt. Wir werden sehen, wie schnell sie es rausbringen. Warum dieses Spiel hier? Erstens ist dieses Spiel hier in meinem Teil der Liga. Und zweitens ist Unterwelt bestimmt ein unterhaltsames. Wird bestimmt ein unterhaltsames Spiel zeigen. Es regnet. Breton kriegen den extra Reroll. Und der Ball liegt ziemlich tief in der Hälfte der Goblins. Aber Bretonen sind jetzt nicht mega schnell. Und die ersten bretonischen Spieler sind bereits draußen. Immerhin, sie haben nur Rüstung 7. Auf der Seite der Bretonen sehen wir, wie üblich, eine ganze Reihe von Blockern. Wir haben eine Reihe von... Oh, da ist der erste Reroll schon aufgebraucht worden. Tja, deswegen ist Block OP. Aber damit bleibt nur noch ein Reroll übrig. Das tut weh. Breton mit 4 noch dabei. Ist nicht so. Nicht so angenehm hier. Breton, wo haben sie ihre extra Skills reingesteckt? In einen... Oh, in ihren Blitzer. Clotaire de Brion. Für Leader, für den extra Reroll. Okay. Und die Doppel-1 beim Aufsammeln. Tja, da... Das sind meine Elfen, die ich in der letzten Liga gespielt habe, bestimmt genauso gut hinbekommen. Und sehen wir noch irgendwelche extra Skills. Einmal Mighty Blow für den Blitzer hier und einmal Leader hier. Und das war's. Es kommt mir fast schon erstaunlich wenig vor. Kriegen Breton auch nur 2 Skills für ihre zum Beginn der Liga. Nun ja, kann ja sein. Auf der anderen Seite die Unterwelt. Der Ogre hat Klaue bekommen. Natürlich immer gut gegen feindliche Teams, die mehr Rüstung haben. Also die werden butterweich. Wir haben einen Guard, Skaven Blitzer. Einen, okay, ansonsten im Hintergrund sehen wir noch. Im Hintergrund, genau, Skaven Thrower mit Dodge. Und das war's. Auch hier keine weiteren Skills. Wir sehen den Reroll. Bretonen haben sowieso mehr als genug. Und diesmal schaffen sie es. Aber warum? War das nicht ein wichtiger Zug? Naja, man kann sagen, ja, ansonsten hätte die Unterwelt hier relativ leicht durchbrechen können. Auf der linken Seite gehen die Bretonen sehr aggressiv vor, wollen direkt an den Ballträger ran. Man kann es verstehen, es regnet und der Skaven Thrower muss auf einer 4+ aufsammeln. Mit Reroll ist das immer noch eine 25% Wahrscheinlichkeit, dass der Ball nicht aufgesammelt wird. Und dann können die Bretonen ihn unter Umständen schnappen und ihn für sich beanspruchen. Das Team der Unterwelt ist von denen, was sie kosten, deutlich in der Unterzahl. Und sie haben sich vermutlich ein extra Stadium geholt, mit dem sie ihre Starplayer günstiger erhalten. Und deswegen ist hier ein Bobber Dribblesnot auf der Bank. Was eigentlich ziemlich schlecht ist, meiner Meinung nach. Weil, warum ist er hier auf der Bank? Ich meine, Unterweltteam hat den Ball. Das heißt, sie müssen den Touchdown machen. Und müssen dann eigentlich noch einen Zug auf dem Spiel bleiben für die gegnerische Runde. Dann muss Bomber Dribblesnot aufs Spielfeld. Es sei denn, die Goblins kriegen keine ausreichend hohen Verluste ab. Was jetzt
Ja, unwahrscheinlich ist bei so wenig Rüstung und so wenig Stärke mit diesen ganzen Goblins. Auf der anderen Seite kein Tackle und nur einmal Mighty Blow bei den Bretonen. Könnte also funktionieren. Im schlimmsten Fall kommen die Gobbos dran in der nächsten Runde, machen die Gobbos ihren Touchdown. Nobler, der auch ein Star-Player ist, mit seiner Kettensäge muss raus. Und es ist sowieso ein oder zwei andere Goblins rausgeflogen. Und dann muss Bomber Dribbles not für einen Zug aufs Feld. Und das wäre natürlich ziemlich unangenehm. Okay. Das war jetzt gerade... Achso, das war zwei roter Würfelblock. Deswegen ist hier der Schubser gewählt worden. Ja, die Patronen sind erstmal nicht weiter rangekommen an den Ballträger, aber der Ballträger steht zwar im ersten Augenblick sicher im Cage, aber ein Vorkommen ist auch nicht zu sehen. Immerhin haben sie den Ball aufgesammelt. Skaven unter Druck von allen Seiten. Eragon, der Warp-Stern-Troll, ein bisschen außerhalb. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Skaven vielleicht, nicht die Skaven, sind ja die Unterwelt, sich dazu entscheiden, sich noch ein kleines bisschen hier nach links hinzustellen. Ein Spieler sollte hier in die Ecke. Okay, nein, sieht so aus, als wird hier ein neuer Cage direkt auf der Flanke aufgebaut. Ja. Ich meine, warum nicht? Deswegen nicht. Weil der Dodge nicht funktioniert hat. Und seht mal das an. Die Kettensäge. Kettensäge Chainsaw Exposed. Die neue Episode bei Blood Bowl. Oh, ich muss das Licht anmachen, sonst sehe ich so hässlich aus. Kettensäge wird geblitzt. Wenn sie verletzt wird... Und sie wurde nicht verletzt. Der Dodge rettet. Muss zugeben, mit 3 Rerolls hätte ich vielleicht den auch noch geholt. Um da sicher zu gehen, dass die Kettensäge verletzt wird oder eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, verletzt zu werden. Wenn ihr einen Spieler mit der Kettensäge habt, dann wirft, wenn dieser Spieler geblockt wird mit dieser Kettensäge gegen sich selbst praktisch. Also plus 3 auf den Armor Roll. Unterwelt sehr eng gepackt hier auf dieser Seite. Mal sehen, ob er sich noch den Einwürfel... Ne, ist sogar ein Zwei-Würfel-Block. Er hat ihn sich gegönnt und er hat Freude daran gehabt. Ach, das war deswegen Zwei-Würfel-Block, weil hier dieser Ogre, der Troll nicht unterstützt hat wegen diesem kleinen Catcher Young Scratcher. Und damit meine ich dem Lineman Young Scratcher. Warum habe ich Catcher gesagt? Keine Ahnung. Was macht die Unterwelt? Ist ein bisschen eingepfercht hier in der Ecke. Hier könnte jemand drauf treten. Und mich wundert es ein bisschen, dass die Kettensäge nicht so häufig eingesetzt wird. Aber wenn die Kettensäge eingesetzt wird, dann eigentlich jetzt. Denn Godfrey the Good, Blitzer, geht hier gerade zu Boden, war anscheinend doch nicht. Hier waren doch einige Skaven bereits als Support da und jetzt, es kommt doch. Er kommt doch, allerdings nur noch mit einem Support. Keine 1. Seine Verletzungswürfel sind auch nicht unbedingt super gut und damit ist die Chainsaw erneut exposed. Mit Stärke 2 nicht sonderlich angenehm. Immerhin neuer Cage in dem Zentrum gebaut, Kettensäge wird geblockt, aber erneut kein Erfolg. Diesmal ein Reroll in den Pau. Armor Break, aber nur zum Stun. Nichtsdestotrotz, ein Zug ohne Kettensäge. Breton, ein H1-Spieler weniger, noch keine weiteren Auswirkungen, was Verletzungen angeht auf der Seite der Unterwelt, die ich manchmal aus Versehen Skaven nenne. Unterwelt ist eher ein Team, was schon ein bisschen höheren Randomness und Zufallsfaktor hat. Sie haben jetzt nicht die besten Spieler, sie haben Goblins, sie haben Skaven Lineman, sie haben zwar den Werfer und auch mal Sturmratten, und auch den Troll, aber... Und können, ja gut, ihr Vorteil sind, sie können Mutationen kriegen. Wenn sie sich ein bisschen aufgelevelt haben. Das ist in diesem Team allerdings noch nicht vorhanden. Ja, man würde sagen, Unterwelt ist eher eins der Tier 3 Teams. Und die Bretonen vermutlich eins der Tier 2 Teams. Und was ist jetzt Tier 1? Nun ja, das sind zum Beispiel Waldelfen. Das sind zum Beispiel, denke ich, Menschen, gerade am Anfang. Das sind vor allem Grünhäute.
Dunkelelfen auch sehr, sehr gut. Und bestimmt fällt euch auch noch in den Kommentaren was ein, was die besten die Tier 1, Tier 2 und die Tier 3 Teams sind. Nicht viel Beweglichkeit auf der Seite des Skaven zu sehen. Und damit meine ich die Unterwelt. Und meine Güte, diese Gobos sind nicht gut im Dodgen. Immerhin ist der Ball weiterhin sicher. Warpstone Troll bindet drei Spieler simultan an sich. Kann mir gut vorstellen, dass er den Warpstone Troll wegblitzt. Dauntless war aber nicht erfolgreich in den Schädel. Ouch. Und in Both Down Block mal wieder OP. Und so OP, dass sogar dieser Warpstone Stone Troll mit Mighty Blow und Klaue rausgefallen ist. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Damit fehlt der Unterwelt nun ein starker Spieler, um irgendwo durch den Gegner durchzubrechen. Also die Unterwelt hat drei Skills genommen. Einmal, jetzt sehe ich es gerade, wo ich Steuerung gedrückt habe. Eine Mutation für den Troll, ein Dodge für den Skaven Thrower und Guard für den Skaven Blitzer. Aber auf der Seite der Bretonen sehen wir nur zwei Skills. Einmal Mighty Blow und einmal Leader. Leader ist interessant, die Auswahl. Hätte ich wahrscheinlich so nicht gemacht. Leader ist ja ein Skill, den kann man wirklich nur einmal pro Halbzeit einsetzen. Allerdings für jeden Spieler. Andere Skills, wie zum Beispiel Dodge, den er auch hätte nehmen können, wäre potenziell ja, wenn man hätte die Möglichkeit, häufiger so einen potenziellen Reroll einzusetzen für alle Dodge-Aktionen. Und da geht der Gobbo erneut zu Boden und ist sogar verletzt. Die Tribute von Nafpanem gehen raus. Oh, keine guten Gobbo-Dodges, muss man wirklich sagen. Und damit haben die Gobbos ihren ersten Spieler selbst verletzt. Zwei Spieler sind draußen und damit müsste Bomber Dribblesnot aufs Feld, wenn der Troll nicht zurückkommt. Und Potenzial für eine weitere Verletzung auf jeden Fall drin in diesem Spiel. Und die Bretonen lecken jetzt Blut. Der Käfig wird gebased. Die Kettensäge wird geblitzt. Nicht erfolgreich. Diesmal keine Wiederholung. Es ist auch der letzte Reroll. Damit ist die Kettensäge direkt neben einem Blocker mit Wrestle. Schön für die Kettensäge. Auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen. Was passiert, wenn die Kettensäge so einen Angriff macht? Die Kettensäge würfelt keinen 2- oder 3-Würfelblock, sie würfelt immer direkt gegen die Rüstung des Gegners mit einer +3-Modifikation. Das heißt, wie ein Foul, bei dem noch einige Verbündete, drei Verbündete als Verstärkung rumstehen. Das ist also ziemlich stark. Vor allem gegen Spieler, die Block und Dodge gleichzeitig haben. Da ist es mit der Kettensäge deutlich wahrscheinlicher, den Gegner umzuhauen. Vor allem bei so Spielern wie Waldelfen. Puh. Unsicherheit. Unsicherheit bei der Unterwelt. Und auch noch unangenehme Blockwürfel dazu. Die Betonen bleiben bestehen. Immerhin. Oh, die Kettensäge hat ihren ersten Tod gefordert. Und der Apotheker würfelt einen Tod in einen Tod. Tja. Wie passend, dass die Kettensäge jemandem den Kopf absäbelt. Aber abgesehen davon, keine übermäßig guten Blöcke. Es war eine 6, eine 5, eine 6, eine 6, eine 6, eine 6. Ja, gute Verwundungs- und Rüstungsbruchwürfe. Damit ist der Druck ein kleines bisschen reduziert auf die Skaven. Und damit meine ich die Unterwelt. Zwei Spieler der Bretonen draußen, aber auch zwei Spieler bei der Seite der Unterwelt. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, was ich gar nicht beachtet habe. Nämlich, es gibt keine Möglichkeit mehr, für die Skaven einen Touchdown zu machen. Und damit meine ich die Unterwelt. Verzeihung. denn sie haben keinen Touchdown-Threat in der gegnerischen Hälfte. Die Bretonen allerdings. Ah doch, die Bretonen könnten noch. Sie haben jetzt gerade versucht, den Ballträger im letzten Moment noch zu blitzen, um ihn rauszubekommen. Hat aber nicht funktioniert. Trotz Reroll.
Ja, und damit können die Skaven eigentlich nur noch, und damit eigentlich die Unterwelt nur noch verteidigen. Haben immerhin eine Kettensäge auf Young Scratcher, den Lineman. Es war keine sehr gute Halbzeit für die Unterwelt. Sie haben es ein bisschen verpasst, nach vorne zu gehen. Oh, sogar ein Blitz mit der Kettensäge. Aber nur ein Stun. Gut, dadurch, dass Nobler, der Starspieler, den einzigen... Oh, und noch ein Foul! Sehen wir nochmal einen K.O.? Nein. Auch hier keinen weiteren Effekt. Nur damit... Ja, gibt es noch eine Chance für die Bretonen, einen Touchdown zu machen? Oder? Nee, nicht wirklich. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prinzipiell gibt es noch eine. Aber es ist schon relativ unwahrscheinlich. Und jetzt gibt es gar keine mehr, weil Clotaire de Bruyne war der letzte Spieler, der in der Lage gewesen wäre, hier den Ball noch in den Touchdown-Zone zu bringen. Okay. Und damit geht's weiter. Mal sehen. Immerhin. Auf der positiven Seite für die Unterwelt mussten sie keinen weiteren Anstoß über sich ergehen lassen und deswegen ist Bomber Dribblesnot dabei. Die Tonen stehen auf. Troll steht auf. Und Bomber Dribblesnot ist dabei. Die Kettensäge ist allerdings raus. Denn es ist keine Bribe da. Vielleicht war das ja sogar Absicht. Also alles in allem durchwachsen für die Unterwelt. Durchwachsen für die Bretonen. Aber es steht 0 zu 0 nach dem Drive der Unterwelt. Und das ist, wenn es 0 zu 0 steht, wenn der Gegner den Ball hat, ist es immer gut für euch selbst. Für den Verteidiger. So, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Verzeihung, ziemlich spät. 11 gegen 10 Spieler hier auf dem Feld. Und ich rechne den Bretonen trotz allem in der Situation eine relativ gute Chance aus, hier den Touchdown zu machen. Und sie allein schon, weil der Unterwelt die Stärke fehlt, um richtig irgendwo durchzubrechen. Abgesehen vom Troll. Wir haben so viele... direkt noch eine Chance bekommen, abzufangen. Ja, allein schon wegen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stärke, 2 Spieler, das schwächt einen bei der Verteidigung und beim Angriff schon ziemlich, meiner Meinung nach. So richtig ist mir eigentlich nicht klar, warum die Unterwelt eigentlich so viele schlechte Spieler dabei hat. Mit diesen Goblins. Eigentlich sind sie wie Skaven, nur schlechter. Okay, ein bisschen beweglicher sind sie. Man gibt halt hier für die Beweglichkeit seine Stärke auf. Aber dafür, man kann es mit den Unterwelt-Goblins ja dann auch nicht so richtig nutzen, weil sie nicht genug Geschicklichkeit haben. Autsch. Ein Spieler weg. Aber es regnet immer noch, das hatte ich ganz übersehen. Und jetzt könnte so ein Goblin mit Stunty doch seinen Wert zeigen. Warum? Stunty bedeutet, er ignoriert gegnerische Tackle Zones. Pow. Mit Klauen Mighty Blow. Aber kein Effekt. Jetzt könnten tatsächlich die Goblins, also die ignorieren gegnerische Tackle Zones, soweit ich weiß. Oder? Genau, he ignores enemy Tackle Zones. Und sie haben Dodge. Und damit können sie prinzipiell durch solche Lücken durchrutschen. Aber nicht mit solchen Würfen. Direkt im ersten 90%.
in der ersten 90% Chance gefailt. Warum 90%? 3 plus mit 3 plus Reroll ist ungefähr relativ genau 90%. Ich glaube, im Detail ist es dann 1 in 9, wie man so schön sagt, oder wie The Sage sagt. Dauntless Failure macht nichts, der Troll geht trotzdem zu Boden und wird gefoult. Wir sehen, hier wird ein Foul vorbereitet. Warum? Wann sehen wir das? Weil er seinen Troll direkt hier zwischen alle anderen bretonischen Spielern reingestellt hat. Und er hat sehr viele billige Spieler, die Lineman, mit denen ein möglicher Tausch, Verletzung auf dem Troll gegen das Rausfliegen eines billigen Linemans sich schon lohnt. Ball ist aufgesammelt worden. Die Unterwelt war nicht in der Lage, davon zu profitieren, da der Goblin nicht durchgekommen ist. Und hier kommt das Foul mit 1, 2, 3, 4 Supports. Lohnenswertes Ziel. Und der Troll ist zwar draußen, aber immerhin hat er sich regeneriert. Nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Einer der wichtigsten Spieler der Unterwelt ist weg. Und damit ist die Stopping Power der Unterwelt nochmal deutlich stärker den Bach runtergegangen. Sieht nicht gut aus. Wrestle wurde eingesetzt. In diesem Fall war das eine sehr gute Wrestle-Aktion. Warum? Weil es dazu geführt hat, dass der gegnerische Skaven Blitzer zu Boden gegangen ist, der Guard hatte. Das heißt, der Guard-Skill ist jetzt nicht mehr hier vorhanden. Wo die Skaven sich jetzt hier so ein bisschen im Winkel aufgestellt haben, sodass es nicht mehr ganz so wichtig ist. Der erste Pass von Bomber Dribbles Shot. Und den hatte ich schon ganz vergessen. Bomber Dribbles Not. Im Prinzip super gefährlich. Aber in meinen Spielen mit der Unterwelt, vor 2 Turnieren, glaube ich, hat er mir auch kein Glück gebracht. Was hat er geworfen? Er hat eine Inaccurate geworfen und der Catch hatte eine 1 und dann, klar, okay. Man, bei dem Wetter ist das, glaube ich, gar nicht mal übel. Mit Bomber ist hier nochmal ein bisschen besser als sonst. Autsch, nächster Goblin draußen. Da Gegner bei Regen schlechter fangen. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus für die Gorbos. Bisher keine wahnsinnig überraschenden Dinge, die passiert zu dem Spiel. Keine absoluten Lacker-Games, keine extrem riskanten Aktionen. Bei beiden Spielern eher vorsichtiges Linien halten, ohne durchzubrechen, vor allem in der ersten Halbzeit. Bretonen sind jetzt über auf Kontakt gegangen, sie können sich's leisten. Sie haben die Überzahl und den deutlichen Stärkevorteil. Aber es kann auch immer nach hinten losgehen. Schubser. Sehr effektlos. Und wir sehen die Bombe auf. Nein. Oh. Bomber Dribbles Not. Wie kann er eigentlich ein Spieler, der sowieso schon den Ball hat, noch die Bombe fangen? Ah, auf der 4 plus. Oh, Bomber Dribbles Not und die Unterwelt. Wie sieht das aus, wenn er jetzt den Ball wirft? Die Bombe. Nee, okay, das ist nicht gecodet worden. Es ist nicht gecodet worden. Es sieht zwar sehr dynamisch aus, aber er hat jetzt keinen Ball mehr in der Hand. Also ist... Okay. Das sieht cool aus, die Bombe. Dreht sich hier. Oh je, das kann nur eine Katastrophe für die Unterwelt werden. Oh, sie hatten Glück gehabt. Wir hätten wirklich Glück gehabt, dass ihnen hier nichts Schlimmeres passiert ist. Immerhin zum ersten Mal ein paar erfolgreiche Stunty Dodges. Ich wäre vielleicht hier nicht in die gegnerische Tackle-Zone rein. Oh,
Und dadurch hängt der Ball jetzt krass hier in der Luft rum. Geil. Das passiert also, wenn man den Ball wirft. Ja, er steht immer noch so da, als hätte er ihn in der Hand. Oder beziehungsweise im Arm. Aber die Wahrheit ist, der Ball schwebt hinter ihm. Blood Bowl Magic, Leute. Blood Bowl Magic. Für die Betonung, nicht für die Skaven. Die Skaven, und damit meine ich die Unterwelt. Ziemlich verkackt, glaube ich. Und es wird nicht besser. Viele SPP für die Bretonen. Double Skull. In den Dodge. Aber es ist nicht so relevant hier. Das macht jetzt nichts aus. Der Ball ist schon bereits sicher im Side Cage. Und kein Unterweltspieler kommt hin. Was würde ich machen? Genau, Bomber Dribble Snot. Frei bekommen vom Lineman und dann hier eine Bombe raufwerfen. In der Hoffnung, dass wir den Ballträger kriegen. Denn auch wenn es eine niedrige Wahrscheinlichkeit hat für den Erfolg, ist es trotz allem die beste. Oh! Oh meine Güte! Oh meine Güte! Und der Ball geht raus! Oh, 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 oh! Was war das für ein Geräusch? Oh meine Güte! Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Die Unterwelt ist wieder da. Und die Unterwelt ist nicht nur da, sie ist... auf einmal... Das Spiel hat... Oh meine Güte! Okay, das war eine unglaubliche Aktion. Unglaubliche Aktion. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass Bomber Dribble Snot einen 4+ Pass gemacht hat. Außerdem noch akkurat geworfen. Und er hat genau den gegnerischen Ballträger umgeworfen, der Ball ist rausgescattert aus dem Spielfeld und den Skaven praktisch direkt vor die Füße. Dann konnte der Skaven-Werfer den Ball einsammeln und das sieht ehrlich gesagt gar nicht schlecht aus. Wobei ich sagen muss, wenn ich die Situation jetzt ansehe, hätte ich mich mit dem Skaven-Thrower nicht hier hingestellt, sondern vielleicht mindestens ein Feld weiter links. Aus welchen Gründen? Wegen dem Spieler Charles de Brion. Der kann aufstehen und bekommt sofort einen Einwürfelblock gegen den Ballträger und alles, was er dazu braucht, ist ein Going for it. Ansonsten sind die Bretonen recht gut gebunden. Obwohl, hier. Hier kann ein Zweiwürfelblock gegen den Goblin geworfen werden von unserem Young Scratcher Lineman. Er könnte sogar einen Dreiwürfelblock draus. Es würde einen Dreiwürfelblock gehen. Wenn er hier 1, 2 Spieler dran stellt, dann hätte er einen 3-Würfelblock mit Young Scratcher. Ich glaube, das wird sich sogar lohnen, wenn der Goblin hier nicht wegdodgt. Und dann einen Blitz mit Altein der Elder, nachdem Charles de Brion sich hier an den Ballträger ranstellt. Ich denke, das wäre vermutlich das Play, das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, den Ballträger zu schnappen. Wenn dieser Goblin hier nicht noch was Unvorhergesehenes macht. Ich meine, er könnte sich noch, 1, 2, auch noch an allein den Elder dran stellen. Aber besser wäre es wahrscheinlich. Ja, okay. Auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Oh nein, schon wieder dieses... Oh, diese... Ach. Also wie viele 90% Wahrscheinlichkeits-Dodges hier. 1 in 9s, die Goblins werfen, ist echt nicht feierlich. Damit wird es sehr gefährlich, okay. Kein 3-Würfelblock, ein 1-Würfelblock für den Schubser. Und damit ist der Weg frei. Und jetzt passiert genau das. Aber der Rest bleibt so. Jetzt kommt allein die Elder. Blitz im Ballträger. Oh! Okay. Double Dodge in Double Pow.
Der Ball liegt immerhin noch in einer Tackle-Zone für die Skaven, aber... Ja... Richtig gut ist es nicht. Für die Skaven. Für die Unterwelt. Weiterer Spieler, der sich noch neben den Ball stellen kann. Ja. Zwei Tackle-Zone. Boah. Und ein weiterer Spieler. Der Unterwelt ist draußen und ich... Boah, es ist jetzt echt furchtbar. Eine fürchterliche Situation für die Unterwelt. Es war so schön, es war schon schön. Hat mir gut gefallen. Die Dodges waren wirklich grauenvoll. Mit den Stunties. Was sehen wir? Ein Blitz gegen... Oh, ein Pau. Gegen allein die Elder. Sehr schön. Und ein Einwürfelblock mit Bomber Dribble Snot. Warum nicht? Aber wer soll jetzt den Ball einsammeln? Ich meine, okay, für die Unterwelt ist jetzt vielleicht noch ein Unentschieden drin. Die Bretonen kämpfen um den Sieg. Die Bretonen kämpfen jetzt um den Sieg und die Unterwelt kämpft eher für das Unentschieden. Die Bretonen haben mit diesem Zug inklusive 3 Züge übrig. Oh, der Double Skull, damit ist der letzte Reroll weg. Aber Block ist OP und deswegen ist der Spieler hier gerade down gegangen. Ich muss zugeben, ich hätte eigentlich eher den Star Player hier, Bomber Dribble Snot, weggeblockt oder weggeblitzt, denn Charles de Bron hätte ja noch dann den Skaven Throw blocken können. Aber wahrscheinlich wollte er nicht, dass hier die Möglichkeit besteht, dass er vielleicht Skaven Lineman auf den Ball schiebt und alles nur noch schlimmer wird. Ball aufsammeln hat auch geklappt, auf einer lockeren 5+. Skaven Throw wirft sich selber um und das ist mehr oder weniger Game. Der Touchdown für die Bretonen ist damit fast schon garantiert, noch nicht hundertprozentig. Aber es sollte schon mit... Es wäre schon merkwürdig, wenn das jetzt nicht mehr passiert. Bomber verletzt. Noch mehr SPP für die Bretonen. Tja, typisches Underworld-Spiel nehme ich mal an. Und damit ist der Touchdown garantiert. Und die Unterwelt könnte höchstens noch... Könnte höchstens noch einen One-Turn-Touchdown mit dem Troll und einem Goblin machen. Aber wenn das so weitergeht, sind nicht mehr genug Goblin- und Unterweltenspieler dabei, um hier rauszukommen. Jetzt würde ich mir auch noch einen Foul erlauben. Gegen den Perry Jackson-Blitzer, weil warum nicht? Zu verlieren haben sie nichts mehr. Und das kommt jetzt, nehme ich an. Ja. Letzter Spieler, der immerhin noch eine kleine Wahrscheinlichkeit an den Ball ranzukommen. Ah. Ein Spieler raus. Aber zu diesem Zeitpunkt uninteressant. Der Stun reicht aus, sodass die Sturmratte nicht mehr rankommt. Ich glaube, wäre auch sonst nicht herangekommen. Und da ist der Touchdown. Ghost Dogs geht mit einem Praise the Sun 1:0 in Führung. Auch wenn einer der Bretonen tot auf dem Spielfeldrand, am Spielfeldrand liegt. Zwei Unterweltspieler zurück. Damit sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Spieler übrig. Und ich schätze, wir werden den Versuch eines One-Turn-Touchdowns sehen. Und der ist mit der Unterwelt eher deutlich unwahrscheinlicher als... Zum Beispiel mit den... Wie heißt der nochmal? Diesen kleinen, fetten Viechern. Die kleinen, fetten Menschlinge. Die Halblinge, genau. Warum? Wegen Animosity? Das sorgt dafür, dass die Gobos nochmal... Dass die Unterwelt nochmal einen Würfel werfen muss. Um den Pass.
ja, um zu entscheiden, ob der Pass funktioniert. Jedenfalls wenn ein 4 plus Pickup. 5 plus Handover. Oh, er hat sogar einen Pass gemacht anstatt ein Handover. Und es hat nicht geklappt. Oh, seht euch diese Würfel an. Animosity Roll, Success. Das ist das, von dem ich geredet habe, wenn man zum Skaven von Skaven zu Goblin übergibt, muss man erstmal eine 2 plus werfen. Dann ein Failure. Erster Reroll aufgebraucht, 2 plus, 3 plus, dann Catch auf 4. Team Reroll eingesetzt. Erneut Failure. Jetzt kommt die 5. Und da liegt der Ball. Und das war's. Tja, und damit geht diese Runde 1 zu 0 für die Bretonen aus. Die Unterwelt hatte nicht viel Glück, muss ich sagen. Ich denke, es war ein typisches Unterweltspiel. Rüstung war schwach. Verletzungen waren... Ah ne, das ist die... Das hier, oh meine Güte, das ist die Unterwelt. Oh, die Rüstung war echt mies. Die Dodges waren absolut widerlich schlecht. Oh. Und die Verletzungen waren auch nicht sonderlich gut. Naja. Keine guten Würfel für die Unterwelt, muss ich sagen. Im Großen und Ganzen. Aber so kann es gehen. Immerhin war der Troll nicht dumm. Hätte noch gefehlt. Bei den Bretonen, Rüstungswürfel auch nicht super hoch. Dafür die Verletzungswürfel deutlich besser. Deutlich besser. Meine Güte, hier 37%. Sind nur gut ausgegangen. Casualty ist auch super gut für die Bretonen. Ja, und ansonsten nichts Besonderes hier passiert. Blockmäßig auch nicht sonderlich viele Paus für die Unterwelt. Dafür viele Defender Stumbles für die Bretonen. Ja. Ich denke, vor allem die Verletzungen haben der Unterwelt hier ziemlich zugesetzt. 46%. Ist schon echt kacke. Und vor allem die Dodgers. Das war schon ziemlich schade für die Gorbos, dass sie das nicht hingekriegt haben. Und damit ist hier in dieser Runde sind die Padawan Saints Position Nummer 2 direkt vor den rasenden Riesenratten von Exploding Hamster. Unser nächstes Matchup wird gegen die arroganten Dodge-Viecher sein. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.